Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bow Bash. Heute spiele ich mal so ein bisschen 1 vs 1 und will nur so ankündigen, dass ich diese Woche leider sehr wenig Zeit habe, deswegen nicht jeden Tag, wie ihr gestern schon bemerkt habt, ein Video hochgeladen werden kann. Ich brauche mal eine kleine Mauer, denn ich weiß nicht, ob euch der Begriff FLL etwas sagt. Auf jeden Fall ist das ein Wettbewerb, wo man Lego-Roboter baut. Das heißt, ja, wie der Name schon sagt, man baut Lego-Roboter. Ich habe mit ihm die Plätze getauscht, alles klar. Genau, das hatte ich bestimmt vor. Man baut Lego-Roboter, programmiert diese und diese müssen dann ein Parcours bewältigen. Und ich bin da halt in einem Team in unserer Schule. Und das Problem ist, dass wir weitergekommen sind. Also das ist jetzt kein Problem, sondern eher so eine Tatsache, wir sind halt weitergekommen. Das bedeutet natürlich, dass wir uns vorbereiten müssen auf diesen Wettbewerb. Und ich bin jetzt an den meisten Tagen etwa bis um 5 immer in der Schule. Dann habe ich natürlich auch noch andere Sachen zu tun. Und das ist dann teilweise ziemlich knapp. Oh, wie viele Leine hat der Rote denn? Als ob ich den Gelben da nicht treffe. What? Was ist das? Warum kann ich ihn nicht treffen? Gut, er fällt einfach selbst. Auch nicht schlecht. Ja, und da ich so lange in der Schule bin, habe ich da eher weniger Zeit, was zu produzieren. Darum weiß ich nicht, inwiefern ihr diese Woche Videos von mir sehen könnt. Ich versuche es natürlich so oft wie möglich zu halten, kann es aber nicht versprechen, dass immer eins kommt. Was geht mit diesem Typen? Enderperle. Alles klar, die Enderperle kam halt einfach nicht rechtzeitig an. Ich habe bis jetzt eine 1er KD. Das ist schlecht. Ich hatte übrigens mal. Cool, der Typ hat einfach das Spiel verlassen. Ich hatte mal eine 16er KD. Der Rote dort oben scheint mir auch ein bisschen AFK. Ja gut. 1 vs. 1 mit dem blauen Camper. Och Mann. Der Moment, wenn man da einfach durchpackt. Irgendwie leckt es bei mir heute. Ich habe aber eigentlich einen guten Ping. Was geht mit dem Roten? Das gefällt mir nicht. Warum macht er das? Nicht getroffen, Roter. So. Der Blaue ist noch da. Jetzt wünsche ich mir bei dem Blauen dieses Reverse-Bucket. Das hätte da richtig gepasst. Ich treffe den aber so. Ja, sollte kein Problem sein. Noch eine Colorbomb rein, dass er ein bisschen hochfliegt und Angst bekommt. Jetzt mache ich noch den Roten hier fertig. Lol. Nein, ich habe mal Liner gesetzt müssen. Ah, verdammt, das war ein bisschen falsch eingesetzt. Ein kleines bisschen falsch eingesetzt. Okay, dann habe ich ihn. Der Blaue baut weiter schön seine Base zu. Ein Schuss, ein Treffer, ein Kill. Dankeschön, lieber Blauer. Ich weiß nicht, weiß der, dass man auch schlagen kann? Ich will jetzt nichts sagen. Och Mann, die Enderperlen, die einfach nicht ankommen, das ist so mies. Ich meine, wozu ist dieses Kit sonst da, wenn die nie ankommen? So, ich denke mal, der Rote wird jetzt hier auch wieder irgendwo. Ach so, der Rote ist raus, lol. Das heißt, bin nur noch ich und dieser Camper. Ja, gut. Okay, einmal habe ich ihn getroffen. Mal sehen, ob ich ihn nochmal kriege. Wenn ich wenigstens sehen würde, wo die Pfeile ankommen, das wäre dann schon mal was. Ah, jetzt habe ich ihn. Jetzt schieße ich da einfach mal so lange rein, bis er keinen Bock mehr hat. Dann komme ich irgendwann mal so wusch. Fail.
Das habe ich richtig gut gemacht, oder? Also, genauso macht man das und nicht anders. Eine Colorbomb, nice, die könnte ich noch gebrauchen. Das Problem ist, dass er halt wirklich mehr Leben hat als ich, obwohl er das im ganzen Spiel noch nicht einmal seine Base verlassen hat. Wenn ich wieder eine Enderperle habe, dann gehe ich rein. So etwa jetzt. Hi, ich bin hier, um deine Base kaputt zu machen. Deine schöne Base, ja, genau. Und dich danach zu töten. So, jetzt muss ich kurz warten, bis die Schutzzeit von ihm vorbei ist. Und kann. Wow! Kann ihn danach wieder töten. Wow, das war nice von ihm gemacht. Aber wenn ich so 1 vs 1 mit ihm machen muss, gewinne ich halt einfach. Im Bogenschießen macht er das aber schon gut. Okay, ich habe ihn nochmal. Ja gut, das ist jetzt halt einfach nur noch easy drauf schießen. Tut mir irgendwie auch so ein bisschen leid, der Typ. Steht da 3, 2, 1, Colorbomb. Es ist halt wirklich ein bisschen gemein. Es kommt auch nur so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen? Es kommt halt nur drauf an. Oh, Mist, das war jetzt mad von mir. Jetzt habe ich ihm eine kurze Chance gegeben gehabt. Jetzt komme ich mal von der Seite. Ach man, ich habe jetzt total das schlechte Gewissen, weil ich den Typen einfach so töte. Nein, mein Enderperle kam nicht an. Verdammt, warum wollte ich das jetzt halt nicht mal? Naja, ich habe noch einen. Da kann ich jetzt noch mal zu ihm kommen. Ach man. Was für ein mattes Finale. Ich will nicht mal sagen, denn es gibt viele Leute, die dann einfach gesagt haben, nö, kein Bock. Wenn er mir jetzt noch einen Kill holt. Okay, da habe ich nochmal Punkte halt. Ich bin übrigens hier schon halt. Ich habe mich irgendwie so hochgepusht. Ich habe jetzt irgendwie 5 Spiele in Folge mit Play of the Match und alles gewonnen. Ich habe eine 2,8er KD. Das ist eigentlich nice. Gut, und damit würde ich sagen, beende ich die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.